15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Wir haben ja ein sehr schönes Programm im November, auch ein sehr vielfältiges. Ich werde dann noch ein bisschen was sagen dazu. Aber heute freue ich mich, dass ich die Frau Dr. Koblicek bei uns habe. Und zwar, Sie beschäftigen sich mit Medizingeschichte. Auch mit den Frauen in der Medizin. Genau. Und deshalb sind Sie auch heute hier. Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir kennen uns ja über andere Kanäle. Also, ja. Ich habe ja mein Spinnennetz sehr weit ausgelegt und da habe ich Sie eingefangen. Ja. Und wir haben ja heuer das Thema Medizin als Sonderausstellung. Und deshalb passt das natürlich sehr gut. Und vor allem eben, wie Sie schon gesagt haben, die Frauen in der Medizin, die Ärztinnen. Denn wir werden hören gleich, dass es ja nicht so selbstverständlich war, dass Frauen erst viel später studieren durften als Männer. Und wie ihre Karrieren verlaufen sind und welche besonderen Frauen es gab, werden wir heute hören. Ja, dann heiße ich Sie herzlich willkommen. Auch die Gäste sozusagen, die sozusagen von außen zusehen. Ja, ich möchte gern über die Wiener Ärztinnen sprechen, über Anfänge und Wirken und da auch den Schwerpunkt mal legen auf das Recht, eigentlich auf das Studium für Medizin, das gar nicht so einfach war zu erkämpfen. Auch Wirkungsplätze, wo waren eigentlich dann diese ersten Ärztinnen überhaupt tätig oder welche Möglichkeiten, muss man vielleicht sagen, hatten sie überhaupt? Und wo gibt es auch jetzt noch vielleicht Erinnerungsorte oder Möglichkeiten, ein bisschen auf den Fußspuren dieser Damen zu gehen. Und es sind zum Schluss dann auch noch so ein paar offene, sage ich so, Fragen geblieben, wo ich natürlich auch gerne die ganze Gemeinschaft hier einlade. Vielleicht haben Sie noch ein paar Bausteinchen, die Sie beitragen können, weil die nämlich auch den 15. Bezirk betreffen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir vielleicht die Sammlungen dann auch gleich noch ergänzen, erweitern können. Aber vielleicht gleich die erste Ausgangssituation, die man sich natürlich vorstellen muss, wie kommt es dazu, dass eben Frauen Medizin studieren dürfen überhaupt? Das ist schon mal eigentlich ein Recht, dürfen sie das überhaupt, wie man so schön sagt. Nein, das war nämlich vor allem nur den Männern einmal vorbehalten. Wir haben seit 1365 die Universität Wien mit der medizinischen Fakultät. Und sagen wir mal, bis 1900 mussten die Damen dann schon noch warten, bis sie auch Medizin studieren durften. Also es hat eine etwas längere Zeit gebraucht. Außer sie gingen in ein anderes Land, um Medizin zu studieren. Diese Möglichkeit gab es natürlich schon. Man konnte zum Beispiel in die Schweiz gehen. Zürich ist hier zu nennen, wo bereits seit den 1840er Jahren auch Frauen der Zugang gestattet war und sie konnten auch doch das Studium wirklich abschließen und hatten den Doktortitel, also ein vollwertiges Studium. Und da gibt es eben diese Russin Nadeshda Suslova, die sozusagen als die erste in die Geschichte sozusagen eingegangen ist, die eben in Zürich das Doktorat für Medizin verliehen bekommen hat. Und sie war sozusagen dieser Anstoß, dass natürlich dann viele andere auch dorthin gegangen sind. Ja, in Österreich dagegen hat es halt noch ein bisschen gedauert. Da gab es eine interessante, nämlich Diskussion. Ich umschreibe es einmal so, wo noch sehr viel die biologische Ordnung der Geschlechter im Mittelpunkt stand. Das heißt, es gibt die weiblichen und die männlichen Sphären und Zuständigkeitsbereiche und da war eben das Studium bei den Frauen eigentlich nicht vorgesehen. Und man hat eben da verschiedene Argumente natürlich schon benötigt, warum denn nicht. Und diese Befähigung für so ein Studium gab es vor allem diesen Nachweis der psychischen Unfähigkeit natürlich des weiblichen Geschlechts durch den Gehirnbeweis zum Beispiel. Das Gehirn der Frauen ist kleiner und leichter.
Dadurch ist sie nicht so aufnahmefähig, dadurch ist das Studium natürlich nicht möglich. Es gab aber Gott sei Dank auch, muss ich sagen, andere Mediziner, die sehr wohl die Meinung vertreten haben. Da möchte ich auch eben den Anatomen und Zoologen, interessanterweise Karl Bernhard Brühl, erwähnen, der diese wunderschöne Aussage gemacht hat: gleiches Gehirn, gleiche Seele, gleiches Recht. Und er war auch einer der Ersten, der gestattet hat, dass Frauen in seinen Vorlesungen schon zuhören dürfen. Also es gab auch solche. Und interessanterweise musste dann knapp um, also wie dann das Studium begonnen hat, die Erlaubnis für Frauen, gab es dann relativ bald die ersten Kommentare. Und das möchte ich wirklich zitieren, dass dieses gemeinschaftliche Universitätsstudium der Geschlechter keinerlei schädlichen, sondern wie viele bemerkt, einen sehr günstigen Einfluss auf den Eifer und die Sitten der Studentenschaft ausübe. Also es hat ja eh ganz gut funktioniert. Aber ein kleiner Ding muss schon wieder kommen. Der einzige Nachteil liege in der manchmal minderen Vorbildung der Frauen. Vielleicht als Anmerkung, man muss ja natürlich die Matura haben. Und da kommt man zu der Frage, ab wann durften denn Frauen eigentlich eine Matura ablegen in Österreich? Gab es überhaupt Gymnasien, wo Frauen eine Matura... Und da wird es nämlich spannend, weil das war nämlich sehr schwierig. Es gab gar nicht die entsprechenden Schulen dafür. Und wenn sich eine Frau gewagt hat, musste sie in ein Knabengymnasium gehen und dort die Prüfung ablegen. Also es gab eigentlich schon vorher viele Hürden, die auch noch dazugekommen sind. Darum diese mindere Vorbildung, ja, musste das Problem auch gelöst werden. Aber ich möchte jetzt einmal ein, zwei Damen vorstellen, die diese Hürden so abgearbeitet haben und sich sozusagen mit Österreich verbunden haben, sage ich so, auch hier gearbeitet haben. Die erste ist die Rosa Kerschbaumer-Putiata, war die erste in Österreich praktizierende Ärztin. Aber ich sage gleich dazu, sie hat in der Schweiz studiert, konnte aber in Österreich sozusagen arbeiten vor 1900. Und das ist noch spannender. Wie schafft man das als Frau? Also sie hat geboren in Moskau, studiert in Zürich und Bern. 1876 ist sie mit dem Studium fertig und geht mit ihrem Doktorexamen nach Wien, weil sie dort an diese weltberühmte Augenklinik sich sozusagen spezialisieren möchte. Dort trifft sie den Assistenten Friedrich Kerschbaumer, es wird geheiratet und sie gehen 1878 nach Salzburg und gründen dort eine Augenklinik. Und da wird es jetzt dann spannend, weil sie einerseits nach der Scheidung, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, nach der Scheidung von ihrem Mann 1890 vom Kaiser, das ist hier das Schreiben vom 2.3. März 1890, vom Kaiser höchstwahrscheinlich die Erlaubnis bekommt zur Ausübung der Augenheilkunde und zur Leitung dieser Augenklinik. Also sie als Frau bekommt die Klinik sozusagen, darf sie leiten und arbeiten dort. Also somit ist sie die erste, wie auch die Wiener Medizinische Wochenschrift sogar vermerkt, Frau Dr. Kerschbaumer ist der erste weibliche Arzt, dem in Österreich die Ausübung der Praxis gestattet wurde. Also da hat man gesehen, da war wirklich scheinbar eine Leistung da, ein Bedarf, ja, und der Kaiser selber hat das. Und Sie können, das Gebäude an sich existiert noch in der Schwarzstraße 32 in Salzburg, also das Gebäude an sich ist noch da, also es war nicht gerade eine kleine Klinik. Aber es gibt da schon auch eine recht gute Publikation über die Geschichte der Dame, die hat nämlich ein sehr abenteuerliches Leben auch danach geführt, weil sie hat nicht ewig die Klinik geführt, nur bis 1896. Dann geht sie nach Russland zurück, kommt aber 1907 wieder nach Wien,
Da werden wir Sie wieder treffen, weil Sie hier dann in Wien eine Klinik eröffnet, eine Augenklinik, also Augenklinikpraxis, sagen wir mal, und 1911 aber dann nach Los Angeles auswandert. Also eine wirklich sehr interessante Dame, aber das wird uns bei einigen anderen auch auffallen. Diese ersten waren da sehr aktiv, mussten da viele Hebel in Bewegung setzen, um sich sozusagen zu behaupten. Damit kommen wir auch zu der wohl, glaube ich, bekanntesten Dame, die, sagen wir, bei uns doch irgendwie der Begriff ist, Gabriele Possana von Ehrenthal. Sie ist eigentlich familiär schon vorbelastet, weil der Opa war schon Militärarzt, der eine Papa war auch Arzt. Also sie war schon von einem sehr ärztlichen Umfeld umgeben und beeinflusst. Das muss man schon mal dazu sagen. Sie natürlich als Frau, mein 1860 geboren, also sie musste natürlich zuerst einmal, sag ich mal, Volksschullehrerin werden. Das war halt, man konnte Volksschullehrerin werden oder halt, ja, nicht viel anderes, vielleicht Klavierlehrerin oder sowas, aber viele Möglichkeiten hatte man als Frau nicht. Sie war Volksschullehrerin, aber dann hat sie gesagt, 1885, nein, ich mache jetzt die Matura nach, also ist sozusagen das Knabengymnasium, habe dort die Matura abgelegt und ist in die Schweiz gegangen und hat dort das Studium eben der Medizin gemacht und 1894 mit dem Doktorexamen sozusagen vollendet und ist nach Wien zurückgekommen. Sie hat gesagt, so, ich möchte jetzt hier in ärztlicher Tätigkeit in Wien tätig sein. Und da hieß natürlich, nein, das geht nicht, das ist in Schweiz, Sie bei uns können nicht Medizin, wird nicht anerkannt, geht nicht. Sie hat aber nicht nachgelassen und hat dann dazu geführt, dass 1896 die sogenannte Nostrifikation, also die Anerkennung von im Ausland erworbenen Diplomen, sehr wohl anerkannt wird und zugelassen wird. Kleiner Beiding, die Frauen mussten allerdings nochmals alle theoretischen und praktischen Prüfungen ablegen und ein Sittenzeugnis vorlegen. Na gut, sie hat es gemacht, in 9 Monaten 21 Prüfungen abzulegen und hat am 2. April 1897 als erste Frau sozusagen Medizin promoviert. Darum ist sozusagen, wird sie immer oft als die erste Ärztin bezeichnet, die in Wien studiert hat, was aber nicht der Fall ist. Sie hat nur die Prüfungen hier abgelegt, aber sie ist immerhin die erste promovierte Ärztin. Und interessant ist, falls Sie in der Alserstraße einmal vorbeikommen, da gibt es nämlich noch immer die Gedenktafel. Dort hat sie nämlich bis zu ihrem Tode, kann man sagen, gelebt, gearbeitet. Also sie war Ärztin bis zuletzt. Das haben teilweise auch Nachfahren, also von ihr gesagt, so ja. Sie war wirklich, sie hat gelebt für das, andere zu helfen. Interessant ist auch, sie war bis 1903, 1904, also einige Jahre lang, auch die einzige Frau, die als Ärztin in einem öffentlichen Spital tätig war. Also sie durfte auch dort arbeiten, das war das sogenannte Kronprinzessin-Stephanie-Spital. Das gibt es heute nicht mehr, das ist heute, wenn man da 16. Bezirk Thalierstraße hinaufgeht, das gibt es die Musikschule. Also dort in der Gegend war früher dieses Kronprinzessin-Stephanie-Spital. Da hat sie sozusagen auch arbeiten dürfen, sozusagen an einem Spital als Frau. Das war auch schon bemerkenswert. Und sie bekam als erste Frau und Ärztin den Titel Medizinalrat verliehen. Das war bereits zwar erst 1928, aber immerhin, also sie hat so viel geleistet, dass sie es nicht sozusagen ablehnen konnte, ihr diesen Titel zu verleihen auch. Und wenn man hat Erinnerungsorte, gibt es bei ihr ja außer der Gedenktafel, wenn Sie mal Leinzer Tiergarten wieder unterwegs sind, gibt es ja beim St. Veiter Tor die Possaner Gasse auch. Bisschen halt versteckt, aber immerhin, sie hat auch ihre eigene Gasse bekommen. Oder ansonsten natürlich am Zentralfriedhof. Also da gibt es auch ihr Grab. Da kann man sie auch sozusagen besuchen, wenn man möchte. Der wirkliche Durchbruch, wo man sagt, ja, Frauen
dürfen jetzt wirklich das Studium der Medizin machen, war eigentlich ja, die Einführung des österreichischen Gesundheitssystems in Bosnien und Herzegowina, bereits ab 1878. Da kam das nämlich sozusagen zu Österreich-Ungarn, wurde das unterstellt von der Verwaltung her, auch von ärztlicher natürlich Seite, wo es natürlich immer die Probleme gab, die ganzen männlichen Ärzte und, sage ich mal, den islamischen Kulturkreis, das heißt, bei Frauenuntersuchungen gab es immer Probleme. Die Frauen haben sich natürlich geweigert, sich von diesen männlichen Ärzten da untersuchen zu lassen. Und es entstand somit wirklich ein Bedarf an Ärztinnen. Da durften dann vor allem die im Ausland promovierten Ärztinnen natürlich alle dann in Bosnien oder Herzegowina arbeiten. Hätte an sich Bosnien ja auch machen können, nur sie gesagt, warum soll ich dorthin? Ich will ja in Wien arbeiten. Das war dann ihr Auslöser, gesagt hat, ich will in Wien. Aber dieser gesamte Druck, der entstanden ist, eben wir brauchen Ärztinnen, dann eben dann diese Possana, die auch noch immer so nachdrücken und sagen, ja, wir wollen also Frauen, die in Österreich arbeiten dürfen. Und eben sie macht ja die Anerkennung, die Nostrifikation. Und dass der dritte Schritt, der nächste Schritt dann ist eben, dass 1900 am 3. September wirklich gesagt wird, die Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, müssen ja alle schon sein, die Zulassung von Frauen zu den medizinischen Studien und zum Doktorat der gesamten Heilkunde. Und das ist damit jetzt offiziell und tritt mit dem Studienjahr 1901 in Kraft. Also mit Oktober 1900 war es sozusagen für Frauen jetzt auch möglich, offiziell sich richtig einschreiben, inskribieren zu lassen für das Studium der Medizin. Also das ist sozusagen, wenn man so will, der Punkt. Zugangsbestimmungen war natürlich Matura. Also das heißt, die Frauen mussten natürlich vorher wieder schauen, dass sie in eine Schule, in ein Gymnasium kommen, wo sie natürlich die Matura ablegen, dass sie studieren dürfen. Aber prinzipiell, Frauen haben die Fähigkeit, ein Studium zu absolvieren. Und da möchte ich sozusagen die erste vorstellen, die das Studium als erste sozusagen fertig gemacht hat, hier in Wien, also komplett studiert hat. Ich weiß nicht, ob Sie sie vielleicht schon mal gehört haben oder kennen, die Margarete Hilferding-Hönigsberg. War vor allem Frauenärztin und auch Individualpsychologin, wie man heute so schön sagen würde. Also schon, sie war von ihrer Entwicklung auch sehr geprägt. Also ihr Vater war zuerst Armenarzt schon in Otterkring. Sie hat andererseits natürlich auch eine klassische Lehrerinnenausbildung gemacht und hat dann über die Matura sich eben die Befähigung geholt, dass sie eben studieren kann. Eben 1900 inskribiert und am 23.12.1904 hat sie als erste dieses Doktorat erworben. Es gibt nicht dann interessanterweise im Jahr darauf in der Zeitung eine Annonce, also es ist wirklich interessant, Zeitungen zu lesen, vor allem die Annonce-Seiten. Fräulein Med. Dr. Margret Hilferding-Hönigsberg hat ihre ärztliche Praxis aufgenommen und sich im 9. Bezirk Lichtensteinstraße 30 etabliert. Also zumindest, sie hat schon mal eine Ordination sozusagen gemacht. Sie hat nebenbei im AKH auch als Aspirantin, wie das so schön früher geheißen hat, das war, würde man sagen, eine unbezahlte Berufsanwärterin, wenn man es einfach so übersetzt. Sie hat halt mitgearbeitet und gehofft, dass sie vielleicht einmal eine Anstellung kriegt und dafür halt nichts kriegt. Und sie hat auch teilweise in der Gynäkologie im Rothschild-Spital, das war am Währinger Gürtel früher, wo heute das Wie für Wien steht, da war das ehemalige Rothschild-Spital mit einer durchaus bekannten Gynäkologie, da hat sie auch stundenweise gearbeitet. Sie ist hier auch mit ihrem Mann dargestellt, dem Rudolf Hilferding. Der hat auch übrigens Medizin studiert gehabt. Er ist vielleicht eher bekannt, weil er dann vor allem nach Deutschland gegangen ist. Natürlich sehr politisch engagiert auch war in der sozialdemokratischen Bewegung. Und das war dann auch der Anlass, warum sie dann auch mit ihrem Mann kurzfristig nach Deutschland gegangen ist.
aber dort nicht ihre Weiterentwicklung gesehen hat und relativ rasch wieder nach Österreich mit ihren zwei Söhnen zurückgegangen ist. Und sie war dann ab 1918 Bezirksrätin in Favoriten. Also der 10. Bezirk hat ihr recht viel zu verdanken. Darum gibt es dort auch den Margaret-Hilferding-Hof, der ist heute noch einsehbar, wo es auch diese schöne Gedenktafel für ihr gibt. Eben absolviert als erste Frau ein Medizinstudium in Wien. Sie war auch interessanterweise eine der ersten eben Ärztinnen natürlich, die auch eine Kassenpraxis schon hatte. Also sie hat wirklich fast die gleichen Rechte wie ein sozusagen männlicher Arzt gehabt. Sie hat eine Kassenpraxis gehabt, sie war auch Schulärztin, hat viel Unterricht auch in, also Hygienevorträge und so weiter gemacht, Bezirksrätin, hat sich auch schon so mit Thematiken sehr stark mit Geburtenregelung, Verhütung, Abtreibung, also sie war auch sehr publizistisch tätig, also sehr interessante moderne Ansichten, also zahlt sich aus, mal ihre Publikationen auch durchzulesen, was da damals Thematik war in den 20er Jahren, zum Beispiel auch Forderung der Fristenlösung oder Verhütung soll auf Kasse bezahlt werden, also Ansichten, wo man denkt, das könnte man heute genauso wieder schreiben. Sie hatte nur ein Problem, sie war natürlich auch eben sehr sozialdemokratisch engagiert, war zwar jüdischer Abstammung, aber nicht aktiver Jüdin, aber trotzdem, sie hatte eben, weil sie jüdischer Abstammung war und 1934 in den Aufstand der Arbeiterbewegung halt auch in der Ferne mit involviert war, wurde ihr natürlich die Schularztstelle weggenommen, sie durfte dann die Praxis auch nicht mehr führen. Und mehr oder weniger mit den 38 hatte sie überhaupt keine Berechtigung mehr, als Ärztin zu arbeiten. Das wurde ja aberkannt allen jüdischen Ärzten und Ärztinnen. Sie hatte die einzige Möglichkeit, dann noch im Rothschild-Spital sozusagen ärztlich tätig zu sein. Das war ja das einzig jüdische Spital, wo bis 41, 42 noch jüdische Personen behandelt werden konnten. Sie hatte dort unter anderem auch mit Viktor Frankl, falls Sie schon mal gehört haben, der ja auch dort gearbeitet hat, mit dem hat sie zum Beispiel auch engen Kontakt gehabt. Ja, aber es hat nichts genutzt, sie ist dann dort auch gekündigt worden. Und 1942 wurde sie dann, wie man so schön sagt, auf Reise geschickt, also abgeholt, in den Zug nach Treblinka gesteckt und mit dem 23.09. endet sozusagen ihre Geschichte, weil man nicht weiß, was dann war. Der Zug ist abgefahren. Es wird mittlerweile der 24.09. als ihr offizielles Todesdatum angegeben. Und zur Erinnerung daran gibt es noch den 21. Hilferdingweg, eben an die Margarete, den Rudolf und den Karl, weil sozusagen alle drei, man sieht es an den Jahreszahlen 42, 41, 42 sozusagen die Opfer halt des Nationalsozialismus geworden sind. Ein Sohn hat überlebt, der sozusagen dann die Geschichte eben halt weitergeführt hat. Der konnte noch rechtzeitig emigrieren. Also eine interessante Persönlichkeit, die erste sozusagen Wiener Ärztin, wenn man so will. Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, jetzt dürfen die Frauen studieren, jetzt können sie Ärztin werden. Aber es ist natürlich jetzt die Frage, die war Aspirantin, also unbezahlt hat sie halt mittun können, aber sie hat keine fixe Stelle im Spital kriegen können, da war man sehr reserviert. Man konnte als Gastärztin, als sogenannte Hospitantin arbeiten, aber die waren auch unbezahlt, die Stellen. Aber eine praktische Ausbildung musst du ja auch irgendwo dich erwerben, das geht irgendwie nur im Spital. Also es war nicht gerade eine glückliche Ausgangslage. Und da findet sich interessanterweise im Jahrbuch der K&K Krankenanstalten 1904 diese interessante Aussage, die probeweise Zulassung von weiblichen Ärzten in den Wiener K&K Krankenanstalten als Aspirantinnen zum Zweck ihrer praktischen Fortbildung hiermit also bewilligt wird. Das heißt, die dürfen dort. Hiermit ist ein weiterer Schritt zur Einführung der Frauen in gelehrte Berufszweige geschehen. Also unter diesem Mantel haben wir gesagt, okay,
wir lassen jetzt mehr Frauen auch sozusagen wirklich praktisch für die Fortbildung in die Spitäler. Und da schauen wir uns mal an, welche Krankenanstalten es 1904 überhaupt gegeben hat. Das ist eigentlich schon eine ganz schöne Liste. Auch das Kaiserin Elisabeth Spital ist natürlich auch mit dabei. Also man kann sagen, es gäbe eigentlich genügend Orte, wo jetzt die Ärztinnen sozusagen ihre praktischen Ausbildungen machen können. Naja, es heißt nur allerdings, wenn man dann, was dann von der Statthalterei, die 3 Jahre später, dann 1907 gesagt hat, wenn du Erfolg oder weiter dich bilden möchtest, vielleicht dort Fixanstellung oder haben willst, du kannst dich bewerben, aber es werden diejenigen Bewerber ausgesucht, die den an sich zu stellenden Anforderungen in jeder Richtung am besten entsprechen. Und es werden nur die aufgenommen, also die Bewerberinnen, wenn sie ihren Mitbewerbern im oben angedeuteten Sinne überragen. Also die Frauen müssen besser sein als die Männer, was natürlich wieder Männer bestimmen, die sie ja anstellen. Also es wurde schon so ein Vorsichtshügel eingebaut, bevor sie wirklich in die höheren Berufe und in die Positionen, wo Fixanstellung, wo Bezahlung ist, dann müssen sie schon besser als die Männer sein. Also die Hürden wurden hochgelegt und darum möchte ich Ihnen sozusagen die ersten 2 Damen vorstellen, die diese Hürden geschafft haben. Das eine ist die Bianca Bienenfeld. Die ist sozusagen, die war Gynäkologin. Können Sie übrigens, wenn Sie wollen, am Zentralfriedhof auch besuchen. Dort gibt es auch noch ihren Grabstein. Sie hat als 2. Frau in Österreich promoviert in Medizin und war dann relativ rasch Assistentin beim Professor Schauter. Also wenn man das sagt, der war sozusagen an der ersten Universitätsfrauenklinik ein ganz anerkannter Gynäkologe und sie hat es geschafft, seine durchaus sehr anerkannte Assistentin zu werden. Also es gibt auch ein Gruppenfoto, wo er sich sozusagen mit ihr auch zeigt im Rahmen seiner Schüler, wo sie auch als Schülerin bei ihm stehen darf. Sie war auch später Leiterin der gynäkologischen Abteilung im Sanatorium Löw, falls Sie da mal schon gehört haben. Das war im 9. Bezirk in der Mariannengasse, ein sehr angesehenes Sanatorium. Dort war sie Leiterin eben der gynäkologischen Abteilung. Sie wurde auch 1908 zur ersten weiblichen Sekundarärztin in Österreich ernannt und ab 1912 hat sie auch eine offiziell Privatpraxis geführt. Sie war auch wie die Hilferding sehr aktiv, durchaus in Vorträge halten, publizieren. Also das war eine wichtige Schiene für die Frauen damals. So, da gab es eigentlich auch Zeitschriften, die es gegeben hat, ebenso, wo man dann die Möglichkeit hatte, so ein bisschen das unter das Volk zu kriegen. Die Meinung und so weiter, was für Gedankengut gibt es da. Sie hat zum Beispiel auch in der Wiener Volksbildungsverein Wiener Urania, wenn man so will, auch Vorträge gehalten. Und das ist sozusagen ihr großer Verdienst, dass sie sehr viel geschaut hat, so auch zu fördern, auch andere Ärztinnen zu fördern. Also wir haben ja da die eine Ärztin, ich glaube die Eckstein, wenn ich es jetzt noch richtig erinnere, die ja auch mit ihr gemeinsam zum Beispiel publiziert hat. Also die haben zum Beispiel auch zusammengearbeitet. Also das ist schon, diese ersten Ärztinnen, die wirklich das hatten, dann die Gelegenheit, so in den 20er, 30er Jahren, wo sie etabliert waren, auch die Jungen nachzuforschen und sie motivieren, publiziert, macht's was. Also das waren schon sehr enge, gut verknüpfte Kreise, die da entstanden sind. Das muss man wichtig zu erwähnen. Und dann ihre 2. Kollegin, sozusagen die 3. Brücke Telecki, Dora Brücke Telecki, die kommt aus einer vollkommenen Arztfamilie, würde man sagen. Also ihr Vater ist bekannter Hermann Telecki, der war Allgemeinmediziner, ihr Bruder war der Ludwig Telecki, der war dann Arbeits- und Sozialmediziner. Und für sie war klar, ich will auch natürlich Medizin studieren.
Sie hat natürlich auch knapp vor 1900 durch die Matura gemacht am akademischen Gymnasium. Das war eines der am häufigsten genutzten übrigens Gymnasium, wo eben Frauen die Matura gemacht haben. Sie hat es aber nicht nur in Wien machen wollen, sie hat auch in Straßburg Medizin studiert. Also sie hat sich da eigentlich doppelt, wenn man so will, Medizin studiert. Und sie hat während ihres Studiums bereits als eine der ersten Frauen sich bei Sigmund Freud seinen Kursen angemeldet. Der hat 1903 für begonnen, die ersten Kurse so abzuhalten, und sie war als eine der ersten Frauen, die bei einem seiner Kurse zugehört hat. Also das ist so besonders vermerkt worden. Sie hat sich natürlich schwerpunktmäßig also als Frau Gynäkologie mal im ersten Schritt, also Frauenklinik gearbeitet bis 1911. Und dann, interessanter, hat sie 1911 bis 14 an die urologische Abteilung im Rothschild-Spital gewechselt. Und das ist nämlich durchaus spannend. Als Frau an die Urologie zu wechseln, ist es natürlich so, damals war dort der Leiter der Otto Zuckerkandl. Otto Zuckerkandl, Bruder von Emil Zuckerkandl. Emil Zuckerkandl war der berühmte Anatom seiner damaligen Zeit, war verheiratet mit der Bertha Zuckerkandl, da kennen wir ja den Salon, natürlich alle ein bisschen jüdisch vernetzt. Also das war natürlich so ein bisschen ein Geflecht, das man schon gebraucht hat, das natürlich existiert hat. Aber der hat zugelassen, dass sie eben dort die Urologie macht. Und sie ist die erste Frau, die 1911 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Urologie geworden ist. Also das ist wirklich ein ganz absolutes Ding, als Frau in dieser absoluten Männerdomäne aufgenommen zu werden als Mitglied. Sie wird auch ein Jahr später, 1912, auch Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Also die waren dann auch und sagten, naja gut, dann darf sie auch als eine der ersten Frauen Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien werden. Also man sieht, sie hat relativ viel getan. Sie war dann auch Gründerin der Organisation der Ärztinnen in Wien. Also das gibt es ja bis heute noch in fortgeschrittener Form, die Ärztinnenorganisation. War auch im Internationalen Ärztinnenverband auch Vorsitzende und so weiter. Also sie war wirklich sehr international da sehr tätig. Ja, aber leider mit 38 war halt dann auch wieder der Cut. Sie ist 39 mit ihrem Ehemann in die Emigration nach Boston gegangen und ja, hat dort ihre Medical State Board Examination, also dort noch einmal abgelegt, die Prüfung, dass sie dort auch arbeiten darf, und ist bis 1950 in Boston geblieben. Dann hat sie sozusagen die Familie, also ihre Schwester, die Heimat wieder gerufen, und sie ist dann ab 1950 in die Schweiz gezogen zu ihrer Schwester, mehr oder minder dann, bis sie gestorben ist. Also sozusagen auch eine, man sieht sehr verstreute, die Wege führen überall wohin, aber eine ganz spannende Persönlichkeit von dem, was sie alles gemacht hat. Vielleicht dazu ein kleiner Blick dann, was tut sich denn so in den ersten, sage ich mal, 10 Jahren nach dem Jahr 1900, wo die Frauen endlich anfangen dürfen zu studieren. Und da gibt es eben vom März 1910 eine ganz interessante Aufstellung über Wiener Ärztinnen, hat es in dieser einen Publikation gegeben. Ein paar Namen haben wir jetzt schon gehabt, die Margaret Hilferding, die Kerschbaumer, die Possaner ist dabei, die Delecke ist dabei. Also es gibt noch ein paar andere, die auch noch eben in den Jahren davor zwischen 1904 bis 10 eben fertig geworden sind mit dem Studium. Interessant ist halt vor allem, wo die Schwerpunkte natürlich liegen. Also Kinder, Frauenkrankheiten natürlich, Geburtshilfe, Augenkrankheiten dürfen auch. Also es gibt so ein paar so wirklich charakteristische Felder, wo halt die Frauen, sage ich, am leichtesten zugelassen werden. Interessanterweise waren gerade in diesen Bereichen auch relativ viel Ärzte oder Professoren tätig, die durchaus Frauen gefördert haben. Also es wäre spannend, dann natürlich noch im Detail nachzuforschen und zu recherchieren, aber es gibt wirklich so Bereiche, Fachbereiche, wo das eigentlich kein Problem war, und manche Fachbereiche, wo das hat wirklich
Jahrzehnte und noch länger gedauert, bis da die erste Frau überhaupt hinein durfte. Also darum war eben die Telege so speziell, weil sie schon Urologie damals machen durfte. Aber die Connections haben halt natürlich viel ausgemacht. Vielleicht noch ein paar Zahlen ganz kurz zum Hinterlegen, dass man sich einen verbildlichen kann. Also 1910 gibt es zum Beispiel laut Adressbücher, sehr wichtige Quellen, 6 Frauen im ersten Bezirk, die als Ärztin bezeichnet werden, und in ganz Wien 39. Klingt eigentlich eh ganz recht viel, aber wenn man sagt, dass das etwa nicht einmal 1% der Gesamtzahl der Ärzte war, dann ist es schon wieder relativ eigentlich wenig. Also man kann sich mit unter 1% rechnen. So einen gesamten Ärzteanteil waren Ärztinnen. 1920 sahen es immerhin schon 10 Frauen im ersten Bezirk. Also wenn man ein bisschen hochrechnet, haben wir vielleicht die 1,5% jetzt geschafft, sozusagen in Österreich. 1930, also 20 Jahre später, sind es halt 37 Ärztinnen im ersten Bezirk und halt rund nicht mal 500 im ganzen Bereich. Also die Zahlen sind jetzt nicht so, dass sie explodieren, sie steigen, aber so bei 10% ist dann so mehr oder weniger dann das Ende. Also bei knapp 10% sind wir in den 30er Jahren der gesamten Ärzteschaft. Und dann kommen wir natürlich 1938, wo man sagt, okay, da haben wir gerade so die 12% geschafft. Und ab 1943, 40er Jahre sind es dann nur mehr 3 Ärztinnen, die aufscheinen. Also so, wupp, also da geht es dann wirklich so ganz wieder herunter. Ja, ich kann nur positiv vermerken, 1951 gab es noch eine Zahl, die ich gefunden habe, da gibt es in Wien bereits 1710 Ärztinnen wieder. Also da ist dann relativ rasch die Kurve wieder nach oben geschnellt. Aber es war, also sagen wir, von 10% der Ärzteschaft hat es dann doch wieder ein bisschen gedauert, bis man das wieder erreicht hat. Aber mehr waren es halt leider nicht bis in die 40er Jahre hinein. Es ist natürlich ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, vor allem in den 20er Jahren. 1918 ist der Krieg zu Ende. In den Kriegszeiten war ein enorm hoher Bedarf. Da waren auch viele von diesen Ärztinnen, die da auf der Liste waren, in Kriegsspitälern eingesetzt, in Lazaretten eingesetzt, in leitenden Positionen. Da war alles möglich fast. Aber mit Ende 1918 gibt es dann solche Verordnungen. Frei werdende Stellen von Hilfsärzten sind grundsätzlich mit heimkehrenden Kriegsärzten zu besetzen. Also mit Ärzten, natürlich mit männlichen. Hinblick auf die große Anzahl Bewerberinnen erweist sich durchaus notwendig, das Dienstverhältnis der deutsch-österreichischen weiblichen Sekundarärzte ehetunlichst zu lösen. Also die großen Sekundarärztinnen, die es geschafft haben, wurden natürlich dann wieder so, ja, also aus dem Spital kommst du mal raus wieder. Musst halt schauen, vielleicht das Rote Wien war da sehr wichtig, weil es sozusagen über die Wiener Krankenanstalten dann den Pool, also die Erweiterung gab, dass sozusagen weibliche Ärztinnen auch als Sekundärärztinnen, Assistentinnen ernannt werden und Ärztinnen sind also sozusagen gleichgestellt. Also dass die gesagt haben, okay, wir sagen zumindest, ihr seid gleichgestellt, ihr dürft das nicht mehr machen. Das war dann schon wieder eine Reaktion auf dieses 1918, das dürfen nur die Männer. Das heißt, naja, okay, prinzipiell sind die Frauen und Männer natürlich schon gleichgestellt, wenn sie sich bewerben. Realität wäre sicher noch wichtig zu überprüfen, wie weit das denn schon gemacht wurde, weil diese Regelung natürlich nur für die Wiener Krankenanstalten gilt. Nicht für diverse Privatspitäler oder sonstige, Ordensspitäler, also alles, was privat war, nicht staatlicher, ist natürlich nicht davon betroffen, diese Regelung. Und da gibt es dann wirklich in Privatspitälern wirklich nur ganz vereinzelte Sekundärärztinnen
Und zum Beispiel, wenn man aber Karolinenspital, Kinderspital, Poliklinik oder sowas hat, da war es relativ sehr hoch, der Anteil. Also das hing wirklich sehr individuell ab, dann halt von den Betreibern. Wie gesagt, ab 1922, auch Rotes Wien und so weiter, gibt es natürlich von der Gemeinde Wien einen großen Schwung für die ganzen Fürsorgebereich, für den Gesundheitswesen, für die ganzen Hygienebereich, Kinder-Jugendfürsorge, Mutterberatung, Schulzahnkliniken, Tuberkulosefürsorge, Jugendämter, Eheberatungsstellen. Also da war Gott sei Dank dann ein Feld gegeben, wo die ganzen Ärzte, ja, weil sie in den Spitälern nicht am Platz gefunden haben, ja, da geht es hinein. Aber wenn man schaut, das ist Eheberatungsstelle, Jugendämter, Schulzahnklinik, Mutterberatung, Kinder-Jugendfürsorge, das sind ja wieder diese Felder. Kinderheilkunde, Frauenheilkunde. Also die Frauen werden schon wieder ihren Feldern schon zugeteilt, aber zumindest da können sie sich dann ausbreiten. Da gibt es nämlich wirklich auch dann sehr schöne Statistiken, wo man das einfach auch zahlenmäßig belegen kann, wo man sagen kann, ja, Fachärztinnen gab es halt vor allem. Man sieht, wie die Zahlen steigen in 10 Jahren. Kinderheilkunde natürlich, Augenheilkunde, innere Medizin so ein bisschen, aber auch ganz unterschiedlich die Zahnheilkunde. Also das war richtig so, eigentlich würde ich sagen, ein kleiner Boom, also so Zahnheilkunde gleich 42, 72, also so richtig viel, so dass ein Feld war, wo wirklich Frauen, ich sage mal, wirklich ein Betätigungsfeld finden konnten, um zumindest etwas medizinisch-ärztlich tätig zu sein. Ich sage jetzt als Fachärztin, also ein bisschen schon höher natürlich gestufte Positionen. Und wenn man jetzt zum Beispiel eben 38 bis 48 schaut, ist natürlich zwar schon ein Knick drinnen, aber Augenheilkunde ist wieder noch stabil geblieben. Frauenheilkunde ist auch ziemlich stabil geblieben. Kinderheilkunde auch stabil bis sogar steigend dann 48. Also irgendwie, die Felder bleiben halt doch irgendwie gleich. Ein interessantes ist zum Beispiel die Nerven- und Geisteskrankheiten. Das wird auch ein interessanter Bereich, wo sich Frauen dann doch durchaus etablieren können. Das ist so ein neues Feld, das so auftritt. Und das wird sich dann auch weiter fortsetzen, wo sie etwas machen können. Also, das so im Hinterkopf zu haben, welche Bereiche so wirklich die Frauen vielleicht schaffen, ihre Fähigkeiten auszuüben und sich auch vielleicht gemeinsame Kooperationen zu schaffen. Man muss natürlich wissen, 38 ist es ja so, dass alle Kassenzulassungen für praktische Ärzte, Fachärzte ungültig, also vor allem auch für Approbation jüdischer Ärzte wird auch mit 30.09. Sozusagen erlischt die Approbation jüdischer Ärzte. Es gab nur eine auserwählte Anzahl sozusagen von jüdischen Krankenbehandlern. Und interessanterweise bei dieser Liste ist mir aufgefallen, es gibt zwar bei diesen Krankenbehandlern sogar 13 Ärztinnen, die aufscheinen, aber ich habe jetzt irgendwie keine Zahnärztin zum Beispiel drunter gefunden. Also eher nur für andere Bereiche, aber Zahnärztin irgendwie scheinbar überhaupt keine, obwohl vorher der Anteil so hoch war, aber scheinbar wurden alle Zahnärztinnen, weiß nicht, nicht mehr benötigt dann. Und das ist interessant. Wie gesagt, es gibt noch genug Forschungsfelder und Bereiche, wo man noch viel, viel nachforschen könnte, warum, weshalb, wieso. Widmen wir uns nochmal konkret den Frauen zu und jetzt dürfen sie studieren, jetzt können sie als Doktorin, als Ärztin arbeiten. Aber man will vielleicht auch ein bisschen mehr noch sein, als nur eine, sage ich mal, Sekundärärztin, vielleicht Fachärztin. Man will vielleicht auch eine Habil machen, man will vielleicht auch ein Prof werden, auch als Frau. Warum nicht? Und da darf ich vorstellen, Helene Wastl, eine Physiologin, die erste habilitierte Frau an der medizinischen Fakultät 1930 wurde. Also 1930 hat es die erste geschafft, eben habilitiert zu werden. Sie kommt interessanterweise aus Innsbruck, also hat dort studiert, kommt aber dann nach Wien an die Physiologische Institut. Da muss man natürlich
wissen, dass der Brücke, der dort gearbeitet hat, der übrigens dann auch ihr Mentor war, übrigens der Ehemann von der Dora Teleki war. Also da überschneiden sich schon wieder das Beziehungsgeflecht ein bisschen. Aber sie war so gut, sie wird immer als sehr strebsam, als sehr gewissenhaft bezeichnet, dass selbst, wie sie dann eingereicht hat und sagte, sie würde gerne das beantragen, der Professor Marisch, 1927, das war ein sehr Doyen der Pathologie in Österreich, gesagt hat, also die geistige Reife, die Frauen häufig rascher erlangen, das erleichtert ihnen dieses Eindringen, dieses ernste Wissensgebiet, aber auch der Fleiß, die Ausdauer, die Gewissenhaftigkeit. Also bringen es alles mit sich, dass uns die Erscheinung der verbummelten Studentin unbekannt geblieben ist. Also er findet durchaus sehr lobende Worte, dass er sagt, ja, sie hat diese Reife und diese Gewissenhaftigkeit, und das ist schon etwas, was ich finde, dass es sehr spannend ist, dass es sozusagen auch eine gewisse Anerkennung ist, obwohl eine Frau dann eben nur, wenn sie gewissenhaft und diese Reife und die Ernst und die Würde hat, dann darf sie sozusagen Professorin werden. Ich finde auch interessant, mit welchen Themen sie sich befasst hat. Das ist nämlich zum Beispiel eine Publikation, die sie gemacht hat, wo sie geschrieben hat über das Sojamehl als Nahrungsmittel. Wir sind in den 30er Jahren. Also das ist ganz spannend da zu lesen und sagt eigentlich, diese Thematik, die bei uns eigentlich jetzt wieder neu ist, alles mit Soja und alternativ und so, das war für die ein Thema schon damals. Also es ist wirklich spannend zu sehen, wo sie eben dann auch gearbeitet hat. Sie war auch Delegierte der Hygienesektion im Völkerbund, also sie hat sehr hohe Weihen erlangt, wurde auch dann von Amerika, von Philadelphia, an das Women's Medical College gerufen, dass sie dort eine Lehre, also Lehrkanzel, dort einrichtet und leitet. Also sie hat dort wirklich hohe Anerkennung genossen. Das war dann für sie aber auch ein bisschen ein Nachteil, weil natürlich dann nach 38 immer gesagt worden ist, naja, sie ist eh so oft in Amerika, sie ist ja eigentlich immer da drüben, weil sie dann vorgezogen hat, sozusagen dort zu bleiben und nicht in Österreich zu bleiben. Und man ihr dann 1944 den Doktortitel und Habilitation aberkannt hat. Sie ist ausgebürgert mit 1943 und damit ist Doktortitel und Habil aberkannt. Sie stirbt dann relativ bald, 1948, in den USA, aber das war sozusagen dann der österreichische Nachklang, man aberkennt halt dann einfach die Ehren und Würden, die sie sich erarbeitet hat. Aber immerhin, sie war die Erste, die sozusagen Prof sich hat nennen dürfen, Professorin Helene Bastel. Jetzt noch ein, zwei interessante Damen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber auch diese interessanten Zeit der 30er Jahre so ein bisschen näher beleuchten. Gertrude Bien ist vielleicht jetzt nicht so ganz, sie war 1906, hat sie promoviert, war dann vor allem am Karolinenkinderspital. Also das ist eben bei der Kinderübernahmestelle im 9. Bezirk, das ist ja dort auch dann, was wir vielleicht, ich sage vielleicht leichter zum Erkennen, also Kinderübernahmestelle, anschließend das Karolinenspital, heute eher bekannt, weil ja dort dann auch gleich die Volkshochschule vom Alsergrund ist. Volkshochschule, ja, ich wollte Volksschule jetzt sagen. Also ich habe eh Volkshochschule gesagt, ja. Und sie ist dort 1926 Primarärztin geworden, im Karolinenkinderspital. Interessant sind vielleicht zwei Punkte. Sie war natürlich sehr sozialdemokratisch auch engagiert, teilweise so in Richtung, in kommunistische Richtung, also sehr sozial engagiert. Ihr Lebensgefährte war Julius Tandler. Das ist auch weniger bekannt, aber ich glaube, Julius Tandler ist bekannt. Vor allem war er auch ja der Stadtrat für Wohlfahrts- und Gesundheitswesen. Darum ist ja interessant, er hat 1925 ja die Kinderübernahmestelle eröffnet und sie wird dort die Primaria.
in dem der Kinderübernahmestelle. Interessant ist aber eher dann das Jahr 1934, wo sie mit 2. März ein Schreiben bekommt, dass sie mehr oder minder gekündigt ist. Sie wird zur Pensionierung einfach beantragt. Und dann, ja, warum? Ja, das hat geheißen, laut § 2 der Verordnung des Bundeskommissärs für Wien betreffend die Erlassung einiger dienstrechtlicher Bestimmungen, worin es eben heißt, ohne Rücksicht auf Dienstfähigkeit und Dienstzeit von Amts wegen in den dauernden Ruhestand versetzt zu werden, weil der Verdacht auf kommunistische oder sozialistische Gesinnung besteht. Ja, also es ist ein, ich habe es jetzt nicht abgelegt, weil es ziemlich klein und etwas unscharf ist, also es ist ein kleines so auf 5 Zettelchen Schreiben, wo das so draufsteht, sie sind hier mit sozusagen Dr. Bean, ja. Also von dem her wurde sie einfach kurzfristig gekündigt. Sie ist dann, 36 stirbt ja auch Kandler, sie ist 38 dann ausgewandert. Also Bean wandert dann 1938 über England in die Vereinigten Staaten dann aus, wo sie auch 1940 in New York gestorben ist. Und eine weitere Dame, die gerade für die Zeit und eigentlich auch für die Folgejahre, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich ganz wichtig wird, ist die Erna Greiner. Auch kaum viel bekannt, also eigentlich Insidern, vor allem alle, die Zahnärzte sind, haben vielleicht schon mal den Namen gehört. Sie hat 1918 promoviert an der MedUni Wien und begann als Demonstratorin am Anatomischen Institut. Am Anatomischen Institut war zu der Zeit natürlich der Leiter Julius Tandler, der sozusagen dann auch ihr Förderer geworden ist. Sie hat sich aber dann am Zahnärztlichen Institut vor allem einen Schwerpunkt gesetzt, sich dort weiterentwickelt, war dann Zahnärztin am damals benannten Rainer Spital, heute ist es das Hanno-Spital. Dort war sie dann vor allem Zahnärztin und war 1921 sogar Leiterin der zahnärztlichen Abteilung dort. Das war ganz interessant, weil sie damit eigentlich eine der ersten Frauen, also weiblichen Frauen in ärztlichen Berufen als Abteilungsleitung in Österreich war. Also das hat sie geschafft in der Sparte eben Zahnarzt. Und sie war auch 25 bis 1957 Primarin der Schulzahnklinik. Weil das war ihr immer ein Anliegen. Darum habe ich auch diese Bilder dargestellt, vor allem die Ausbildung der, also der Kinder, sie anzulernen, Mundhygiene, Untersuchungen machen. Also dieses Schulzahnkliniksystem, was Sie vielleicht auch noch selber ein bisschen miterlebt haben, diese Schulzahn, wo man hingehen musste von der Schule aus und diese Untersuchungen und so. Das ist sehr stark von ihr geprägt worden. Also sie hat sehr dafür gesorgt, dass sozusagen die Bezirke alle eine Schulzahnklinik haben, dass das System ausgebaut wird. Das war ihr so ganz wichtig. Und sie hat begonnen, da schon in den 20er Jahren wirklich die Schulzahnkliniken überall auszubauen. Bis 1944 hat sie 22 Schulzahnkliniken in Wien eröffnet gehabt. Also das war ihr wirklich ein Anliegen. Bis in die 50er, 60er Jahre, 1965 ist dann die Vielzahl oder der Großteil der Schulzahnkliniken geschlossen worden. Und jetzt ist ja, glaube ich, kaum mehr, weiß gar nicht, ob es noch eine einzige übrig geblieben ist, aber Schulzahnkliniken in dem Sinn ist leider nicht mehr, was ihr Wunschtraum war damals, ihr Anliegen war. Aber alles, was Schulzahnklinik ist, war Erna Greiner eigentlich eine ganz, ganz wichtige. Und vielleicht eine aus der neueren Zeit, die man vielleicht wirklich noch so mitbekommen hat und vielleicht noch kennt, Irene Leodolter. Ich habe sie insofern ausgewählt, weil sie nämlich eine dieser klassischen, sie war ja Primaria, also zuerst Oberärztin für Innere Medizin, dann Primaria, ärztliche Leitung im Sophienspital ab 1958.
Sie ist halt auch wichtig geworden, zum Beispiel für die Einführung des Mutter-Kind-Passes 1974. Sie hat ja zum Beispiel die kostenlose Gesundenuntersuchung für Frauen ab 30 eingeführt. Das ist ja auch diese Früherkennung eigentlich von Brustkrebs, was wir heute ja auch noch immer haben, diese Schiene, die es gibt mit dem Pink Ribbon, also ist eigentlich die Fortführung, wenn man so will. Und es hat auch gewirkt, weil die Lebenserwartung der Frauen ist dann in der Folge der Jahrzehnte eigentlich immer gestiegen. Sie hat zuerst im Sophienspital gearbeitet, eben ein bisschen an Primarie geworden ist, und sie ist 1972 sozusagen die erste Ministerin des neuen Ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz geworden. Also sozusagen als Ärztin zu schaffen, sozusagen auch Ministerin zu werden. Und dass ihr Schwerpunkt natürlich auch Frauenheilkunde und Kinderfürsorge war, also schon diese Schwerpunkte wieder war. Und in ihrer Anerkennung gibt es ja auch jetzt diesen Leo Dolter Promenade. Wenn Sie im 13. Bezirk mal spazieren gehen, gibt es den dort. Beziehungsweise das geriatrische Tageszentrum im ehemaligen Sophienspital. Das kann man sich auch anschauen, das ist sozusagen auch rückblickend auf Sie benannt worden. Aber sie hat im Sophienspital gearbeitet, war sie die Chefärztin. Genau, sie war aber Chef, genau. Ja, die Damen des Reiches sind. Elisabethspital komme ich nämlich jetzt. Weil da habe ich gedacht, wenn ich schon hier bin im 15., dann, wir haben das Elisabethspital, oder gab es, muss man jetzt schon irgendwie sagen. Da gibt es ja auch sicher Ärztinnen, oder muss es ja gegeben haben. Ob da nicht vielleicht irgendwelche dabei sind, die vielleicht auch in diese Riege dieser tollen Frauen da vielleicht einzuordnen sind. Und ich muss gestehen, da waren überraschend magere Quellen, oder gibt es sicher noch einige Bausteine, die viel zu finden wären. Ein paar Namen habe ich gefunden. Also eine, die von der man ein bisschen mehr finden kann, ist die Carmen Coronini Kronberg. Die hat 1915 promoviert, war vor allem an der Prosektur dann in Linz und dann später an der Uni Wien tätig. Also hat sich mehr in diesem Bereich der Pathologie sehr wohl gefühlt, würde man sagen. Also war dann auch 38 bis 45 Leiterin des Pathologisch-Bakteriologischen Instituts. Also hat sich da sozusagen in diesem Bereich, darum ist sie auch mit dem Mikroskop immer so dargestellt, hervorgetan und hat ab 45 bis 51 Prosektur im Elisabethspital geführt. Also sozusagen war eine durchaus anerkannte Koryphäe in dem Bereich und hat sozusagen zumindest ein paar Jahre, besonders die Erforschung des vegetativen Nervensystems war ja ein Anliegen, dort eben am Elisabethspital geführt. Ihre zweite Generation war ab 1976 wieder eine Frau, die wieder die Prosektur am Elisabethspital interessanterweise führen durfte, die Edith Schmalzer. Ich habe nur gefunden, dass sie vor allem über die Histopathologie der Schilddrüse und Krebsfrüherkennung gearbeitet hat und eben die Leitung war. Ich konnte leider kein Bild oder was auftreiben, obwohl sie, ich meine, relativ jungen Datums gewirkt und gearbeitet hat, aber vielleicht taucht jetzt im Zuge dessen etwas auf, also wenn jemand was hätte. Muss ich schauen. Ja? Na schauen Sie. Na perfekt, das ist jetzt genau, also ich hätte noch zwei Damen dann, also vielleicht ist da auch noch was dann dazu da. Dann gehe ich gleich weiter zu den nächsten zwei Damen. Die Hedda Heinlein. Die war die erste Oberärztin im Elisabethspital und hat ab 1969 die Leitung des Instituts für physikalische Therapie geführt. Also interessanterweise war die physikalische Therapie im Elisabethspital schon vor 1900 immer sehr stark präsent. In verschiedenen Abteilungen wurde die mitgenutzt. Also wurde aber erst
relativ spät, erst 1960, so zum eigenständigen Institut. Und darum ist bemerkenswert, dass Sie eigentlich als mehr oder weniger zweite Leitung schon Oberärztin dort gearbeitet hat, schon eine Frau eben sein durfte, die Heinlein. Bis 1986 hat sie die auch geleitet, also relativ lang. Und sie hat zum Beispiel auch so Schwangerengymnastik oder diese sogenannte Postpartum-Gymnastik, also diese ganz modernen Ansätze, hat sie alle damals schon eingeführt. Also sie sind sozusagen eine dieser Pionierinnen, die schon gesagt haben, man muss vorher, während, nach der Schwangerschaft mit Gymnastik und sowas, also das schon eingeführt hat. Und schlussendlich habe ich noch die Gerlinde Zitter gefunden, die ist Internistin. Sie war am Institut für Nuklearmedizin. Also das Elisabethspital war ja auch sehr bekannt natürlich für die Schilddrüsenbehandlungen, die da immer, Bestrahlungen und so weiter, die da stattgefunden haben. Und die Gerlinde Zitter ist insofern interessant, weil sie vorher in Linz war. Und im Krankenhaus Linz war sie damit betraut gewesen, dort das Isotopenlabor aufzubauen und auch die Planung des Nuklearmedizinischen Instituts mitzugestalten. Also sie war eigentlich schon ein Profi, die das mal in Linz schon gemacht hat und jetzt dann eben ans Elisabethspital hinüber gewechselt ist, um es dort aufzubauen und mitzugestalten. Und 1986 ist dieses Isotopenlaboratorium eben, wie es so schön heißt, eine eigene Kostenstelle geworden und damit 1994 sogar als selbstständiges nuklearmedizinisches Institut etabliert worden. Da war sie dann leider dann nicht mehr, aber es hat dann einer, der schon seit 78, also unter ihr gearbeitet, mit ihr gearbeitet hat, der Karl Koryska, hat das dann ab 95 geführt. Aber sie ist sozusagen, wenn man so will, die Grundsteinlegung eigentlich zum Aufbau von diesen nuklearmedizinischen Instituten und Laboren, zuerst in Linz und dann im Elisabethspital. Also eine ganz spannende Frauenperson, aber von ihrer Person an sich wenig zu finden. Vielleicht müsste man in Linz noch ein bisschen mehr graben, aber direkt am Elisabethspital in den Akten war jetzt auch nicht so viel zu finden, weil sonst hätte ich dann gerne auch Bilder oder Personen irgendwas gezeigt. Im ehemaligen Krankenhaus Linz, heute Klinik Hietzing. Genau. Das ist jetzt korrekt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Genau, wird jetzt alle auskennen, die es dann hören. Ja, also das wäre sozusagen mein kleines Appellchen, wenn Sie da was hätten, würde mich freuen, weil ich glaube, das wäre auch fürs Bezirksmuseum spannend, da was zu finden. Und mehr oder minder bin ich da schon fast am Ende, eigentlich nur so als kleinen Überblick wollte ich nur ganz kurz so sagen, so ein bisschen das Verhältnis Männer-Frauen so als letzten kleinen Anstoß, wie hat sich das entwickelt? Ich habe erwähnt, diese 477 Ärztinnen 1929, da hat sich schon ein bisschen was getan, also das Verhältnis ist von 477 zu 4510, also wir haben so diese 10-12% erwähnt gehabt. Sind wir jetzt zu einem fast Gleichstand gekommen? Ich habe leider jetzt noch keine aktuellen Zahlen von 21, aber ich würde sagen, wir haben jetzt so einen ziemlichen 50-50. Also da hat sich wirklich viel getan. Wenn man also die Details ein bisschen anschaut, wo die Schwerpunkte noch liegen, sieht man, die Frauen sind bei der Allgemeinmedizin ein bisschen mehr im Vorlauf, da sind ein bisschen mehr da. Dafür gibt es halt mehr Fachärzte, wenn man so will, und halt auch mehr Primarärzte. Aber wir haben ja noch ein paar Jahrhundert, wenn man so sagt, was wir in 100 Jahren eigentlich geschafft haben, wir haben mit 1900 begonnen, also ist es eh schon eine ordentliche Steigerung, jetzt sind wir schon bei 50-50, also schauen wir mal, was die nächsten 100 Jahre bringen, würde ich sagen. Und damit, ja, danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend. So.